Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon und ich befinde mich am zweiten Tag auf der Dokumi. Und wir sind so schnell heute Morgen unsere Kids losgekommen. Unglaublich, wie die Reception ist. Wirklich viele Leute auch getroffen. Wir haben den Kai Tabula Rasa hier. Wir haben den Freddy hier am Bauen. Die zeige ich euch gleich dann nochmal im Video. Ich bin schon wieder überhaupt nicht aus dieser Halle rausgekommen. Aber wir laufen jetzt mal ein bisschen hier durch und ich zeige euch noch ein bisschen was. Und ja, hoffe, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck von der Messe bekommt. Ich bin derweil wieder zu Hause und habe mich jetzt mal einen halben Tag entspannen können. Insofern ein bisschen was, glaube ich, hört man noch in meiner Stimme. Die ist immer noch so eine halbe Oktave tiefer, als sie sein sollte. Ich möchte die Zeit nutzen, in der ich ein wenig rumgehe, mit euch zu reden. Ich fand die Dokumi sowas von dermaßen gelungen. Ihr könnt es mir gar nicht glauben. Hier zum Beispiel Irregular at Magic High School. Ah, oh, da freue ich mich so auf die zweite Staffel. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute an unseren Stand kommen. Also wir hatten letztes Jahr schon ja unsere Kids sehr gut losgeworden und dieses Jahr dachte ich auch, es wird gut, aber wie gut, das hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem an diesem Sonntag sind die Leute direkt zu uns morgens nach dem Reinkommen. Also die haben nicht irgendwie die Artist Alley angeguckt oder weiß ich nicht was, sondern sind direkt zu uns gekommen, weil sie ein Kit bauen wollen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Klar haben wir immer die Leute, die einfach nur was gratis wollen, aber es fand ich echt wenig. Es waren echt viele Leute, die Gunpla interessiert haben, die wir, ja, die das vielleicht zum ersten Mal gesehen haben und denen wir ein bisschen was mitgeben konnten. Auch fand ich wirklich genial, wie viele Leute Airbrush ausprobiert haben. Es wurden ganze Kits umgefärbt, Haros wurden umgefärbt. Eine Dame brachte dann ihr gekauftes Kit mit, das sie gebaut hat und der Don Zwergo hat das dann mit ihr umgefärbt. Super geile Aktion, genau so wie wir es wollten. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr noch mehr, dieses Bring and Build zu machen. Also dieses
kauft euch ein Kit oder bringt eins von zu Hause mit und ihr könnt es hier bauen. Und wenn ihr eine Frage habt oder weiß ich was, stehen wir zur Verfügung. Finde ich ein super Konzept, vor allem für jemanden, der sich vielleicht noch nicht alles traut. Und wir schnell ja, Fragen beantworten können, anstatt die online zu stellen und stundenlang auf irgendwelche Antworten zu warten, die dann vielleicht doch nicht richtig sind. Und ja, allgemein super geil. Auch ich habe eure Kommentare gelesen unterm letzten Video. Ich habe mich wirklich zu Tode gefreut. Euer geiles Feedback ist ja alles, was ich wollte. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich werde auf jeden Fall diesen Freitag noch ein Video machen. So ein bisschen, After-Dokumi-Gedanken, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so passiert ist. Zum Beispiel sehr geil in meinem Stream. Wusste ich gar nicht, dass es mit reingekommen ist, der Wettkampf zwischen Frederik und Paul, die sich den letzten Megasize-Sakku schnappen wollten. Und das war alles einfach ja wieder so ein bisschen so ein Traum, so eine Anime-Messe und vor allem egal welche Messe eigentlich. Das ist immer so ein Wochenendtraum und man ist in der nächsten Woche und denkt sich halt, wo kam das denn jetzt her? Eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch anmerken möchte, ist, das Hygienekonzept hat wirklich geklappt. Die Leute haben sich weitestgehend dran gehalten. Also ich habe niemanden ohne Maske gesehen oder sowas. Das war wirklich so. Diese Wege sind so dermaßen breit. Früher wären sie halt wirklich maximal dieses, was ihr hier seht, dieser farbliche Streifen gewesen. Jetzt sind sie doppelt oder dreifach so breit oder vierfach sogar auf den Hauptwegen. Haben sie super umgesetzt. Würde ich mir wünschen, dass sie es für die nächsten Messen auch machen, aber ich weiß ja, dass Platz ein kostbares Gut auf einer Messe sind und die es sich unbedingt machen können. Aber schön wär's. Das wäre so ein Gedanke, den man sich auf jeden Fall mitnehmen kann, ja, auch außerhalb der Corona-Zeit. In diesen Zwischenhallen hier, also diesen Zwischengebieten zwischen zwei Hallen, gab es auch jede Menge Ordner immer, die darauf aufgepasst haben, dass man einen Abstand gehalten hat. Ich denke, die Leute hatten Spaß. Also wirklich, ich habe niemanden gesehen, der irgendwie eingeschränkt war oder sowas. Und hey, hier spiegel ich mich. Und wenn man als Cosplayer eine Auszeit gebraucht hat, dann hat man sich, glaube ich, hier auch sehr gut angepasst. Ich meine, so große Areale gab es meines Erachtens nicht auf dieser Messe vorher. Also wo man einfach sagen kann, okay, wir treffen uns in kleinen Grüppchen, wir können uns einfach mal hinsetzen, 10 Minuten ausspannen, weil es kann mir erzählen, egal wie jung oder alt du bist, so eine Messe ist anstrengend. Sehr anstrengend. Und einfach mal 10 Minuten entspannen, das kann sehr viel bringen. Ansonsten, nicht nur Anime war vertreten, natürlich auch Videospiele. Und da hinten ist irgendein komisches Ringareal. Es war wieder furchtbar. Ich wäre so gerne durch jede Halle durchgegangen und hätte euch gerne alles gezeigt. Und das Problem ist, dass ich die Pausen, die ich hatte, ja, genutzt habe, hier ein bisschen rumzugehen und ansonsten die ganze Zeit am Stand stand. Weil ihr so viele wart. Und das ist ja gut, das ist ja auch richtig. Wir müssen nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie ein wenig an der Effizienz schrauben. Hier kommen wir übrigens in die Artist Alley rein. Wer sich für ja, Commissioned Kunst und sowas alles interessiert, war hier zu Hause. Übrigens, das ist die Schlange für die 18er, fürs 18er Areal.
Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Also ich war nicht drin, weil mir das Anstehen zu lange gedauert hat. Ich habe es gehört, was ungefähr da drin ist. Spiele ab 18 und sowas. Ja, fand ich ein bisschen langweilig. Also wenn, hätte ich mir jetzt da auch irgendwie, ja, Shops oder sowas gewünscht, die vielleicht auch ein bisschen so Spicy-Zeug zeigen. Aber na gut. So viel dazu. Wäre eine Verbesserung dann fürs nächste Jahr. Auf dem Rückweg haben wir übrigens bei der Schlepperei noch jemand anderes am Schleppen getroffen, und zwar eine Artist, oder eine Künstlerin, sagen wir mal so, die ausgestellt hatte, und ich hatte sie gefragt, ob sie für sie das gelohnt hat, weil es sieht ja schon nach diesen Cubicles aus, nach diesen, ja, Arealen, und wie man sich da von den anderen abhebt, meine ich zumindest, ist schwer, aber sie meinte, es lief super für sie und sie war super aufgeregt und das zeigt ja, dass es funktioniert. Insofern müsste ich mich da auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das Problem ist, ich habe ja schon meinen Künstler der Wahl gefunden. Aber was ich gesehen habe von der Zeichnung, echt top. Also viele Leute, die da was ausgestellt haben, sind wirklich spitze. Also man mag das gar nicht so meinen, wie viele talentierte Künstler wir doch haben. Und was ich ein bisschen schade finde, wir waren hier auf dem Weg zum Bring and Buy, oder wie das hieß. Praktisch, du bringst von draußen Sachen mit und kannst sie hier verkaufen. Es wurde irgendwie schon vorzeitig geschlossen, weil es komplett überrannt wurde. Zeigt ja, dass die Leute es wollten, aber zu wenig Platz oder so dafür kalkuliert wurde. Naja, wie dem auch sei, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen mit dem Video-Footage in Ruhe. Ich habe zum Schluss, sage ich noch mal ein paar Worte. Immer im Outro, wie immer, ihr kennt mich. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Sub da lasst oder mal auf Twitch vorbeischaut, wo ich live baue, male, Dioramen bastle. Und ich hoffe, ich kann euch bald mehr von Messen zeigen, sobald es wieder voll losgeht. Insofern freue ich mich, euch im nächsten Video zu sehen, und bis dann. Ich bin total fertig. Ich muss gerade sogar nachgucken, ob das Mikrofon an ist. Damit ist die Dokumie fertig. Wir bauen im Hintergrund gerade schon ab. Ich kann nicht mehr laufen. Das waren jetzt 2 Tage, fast 20 Stunden stehen. Irgendwo hat es seine Grenzen. Nein, es war super, super geil. Es war so schön, auch obwohl wir das hier tragen müssen, endlich mal wieder eine Messe zu haben. Ich habe mich irre gefreut darüber. Ich denke, die anderen auch.
Wir hatten sehr tatkräftige Hilfe davon, Kai und Freddy heute. Die haben auch super, super Modelle mitgebracht. Ich glaube, wir haben alle sehr gut eingekauft hier. Das ist auch super. Da mache ich bestimmt noch mal irgendwie ein paar Bilder drüber, was es alles gab. Um mich rum seht ihr die Leute schon fleißig und hektisch einräumen. Da muss ich gleich mithelfen und vor allem muss ich auch meine Sachen einräumen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das alles nach Hause kriegen soll. Irgendwie werden wir es schaffen. Insofern, ja. So, erstmal bedanke ich mich an alle, die vorbeigeschaut haben, an alle, die überhaupt geschaut haben und die Livestreams geschaut haben. Ich habe versucht zu livestreamen, wie es geht. Zum Schluss hin, heute war das einfach nur noch totales Chaos. Ich hatte keine Sekunde frei im Prinzip und ja, es ist einfach anstrengend. Ich werde mich zu einer langen Ruhe begeben. Insofern, freut euch darauf, ja, was ich noch alles mache. Es geht dann sofort nächste Woche, Ende nächster Woche mit, weiß ich gar nicht, ob ich Freitag ein Video noch schaffe. Ich gucke, dass ich jetzt diese Videos gestern eins, heute ist dann der zweite Tag. Und in der nächsten Woche geht dann alles wieder normal weiter mit den Streams, mit den Videos. Wenn ihr das sehen wollt, dann liked, subscribed und ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, sehr gefallen. Insofern, schönen Abend euch noch und wir sehen uns beim nächsten Mal.